Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute Gigamercs. Ja, es ist wieder soweit. Deshalb spiele ich die Burg, damit ich möglichst viele Söldner holen kann. So, schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. So, Wölfe sind dabei. Magischer Schaden hätte ich nur die Kaulquappen. Kann man aber auch erstmal so mitnehmen. Tanks sind gute dabei, Schaden ist gut dabei. Ja, außer magischen Schaden habe ich gute Einheiten. So, jetzt gibt es hier Zauberer Robo Squad Titan. Also Robo Squad ist genau wie der Echsenarmee, nur eben als Robos. Hat man ein bisschen Auswahl, wenn der viel natürliche Verteidigung hat. Ich glaube, ich fange mit ihm an. Mit dem Albtraum. Und kann dann hier rechts ein paar Wanderer hinstellen, um den Split zu machen. Oh, Feuerelementar. Okay, diesmal gucke ich ein bisschen mehr auf die Worker, dass ich hier nicht zurückliege. Wir wollen ja schließlich gewinnen. So, jetzt könnte ich hier einfach zum Beispiel so eine Kaulquappe davor stellen. Kann ich die nächste Runde noch aufwerten, damit ich Magieschaden habe. Ich hoffe dann einfach mal, dass ich im Roll irgendwie Fürst des Todes oder sowas kriege, irgendwas mit Magieschaden. Blauer Schneckenskin. Hallo, das mal gut verteidigen, da muss ich gar nicht großartig drauf schauen. Vielleicht auf der 5 mal ein bisschen gucken, was er gebaut hat. Verkackt. Ist Fiesta? Hat Fiesta. Okay. Dann werde ich den erstmal auf. Und dann kann ich hier sogar schon so einen Wolf hinstellen. Da sind die ersten Schnecken. Jawohl. Die mache ich weg. Ich denke mal trotzdem, dass er das verteidigt. Einfach der Feuerelementar super stark ist. Auch keine Verteidigung hat. Oh, die machen Duo Lane. Okay. Pack ich noch einen Wolf hin. Reicht vollkommen aus. Ich werde jetzt nichts schicken, weil ich in der nächsten Runde gucke, ob ich was reinpacken kann. Aha. Jawohl, nächste Runde ist wirklich gut, wenn ich da was reinstecke. Aufgewertet, Echse rein. Sehr gut. Das ist schon mal einer durch. Und sogar die Duo Lane, dass die auch beide schön verkacken.
So, jetzt kann ich hier einen aufwerten. So. Sollte ausreichen. Vielleicht kriege ich noch eine Stecke mit rein, mal sehen. Bei 19 ist es immer so eine Sache. Da ist die Echse unterm Zelt versteckt. Er hat einen Baum hingestellt. Okay, der hält natürlich ein bisschen was aus. Na, wird eng. Ah, schade. Hat er leider verteidigt. So, jetzt fange ich an, hier so einen Wanderer hinzustellen. Machen wir noch einen Wolf hin. Aber was habe ich denn schon drin? Eine Turtle? Oh nee. Mach schon eine Hexe rein. Das ist schon Robo-Stufe 2. Hat ordentlich von den Pewis hingestellt. Bomb ist schon mal weg. Ich könnte diesmal tatsächlich durchkommen. Ja. Das sieht gut aus. Sehr gut. Dulane hat auch verkackt. Ran an den König. Okay, jetzt ist Wurst, weil die nächsten beiden Wellen sind stark. Da muss ich gar nicht großartig überlegen, was ich hinpacke. Einfach noch ein Wanderer und noch mehr von denen. King aufwerten. Ah, okay. Oh, hier drüben ist schon eine Rächerin. Immer schön locker holen. Ich hole einfach noch einen, wenn ich die 50 Gold schon mal habe. Roter Skin. Ich habe den mit der Blume. Wolfaufwertung kostet 160, dafür habe ich jetzt keine Knete. Ist alles so teuer. Mach einfach noch mehr Wölfe hin. Die stecken sich ja gut hoch. Not enough gold. Die nächste Runde schicken wäre richtig gut. Schicke ihm tatsächlich ein Blut mit rein.
Gerade für den Baum ist das gut. Für den dicken Piraten. Nochmal abgewehrt, ja. Tulane wieder verkackt. Oh, das ist gut. Oh, pack ich eine Rächerin hin. Ist die auf jeden Fall schon mal da? Nächste kriege ich noch rein. Und das war's. Eine Dreier-Turtle. Oh, 140. Ah, sieht gut aus. Aber alles abgewehrt. Sehr schön. Haben schon Tor hingestellt. Dreier. Ja, der haut ordentlich rein. So, wir könnten noch eine Rächerin hinstellen. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, dann sollte ich aber mal rollen, weil Magieschaden ist wirklich Schrott. Und genau solche Sachen, die ich nicht brauche. Okay, Wölfe weg, davon habe ich genug. Besucher könnte ich noch mitnehmen. Ja. Fünfer Echse. Okay, er hat geblockt. Ach, schick ihm Dino rein. Das könnte tatsächlich schon helfen. Wahrscheinlich Titan. Ja, Magieschaden ist leider nicht so da, wie ich das gerne hätte. Da habe ich wirklich gar nichts. Außer die. Eine Riesenschnecke. Ein Achter. Okay. Komisch. Ich habe jahrelang nicht eine einzige Karte gefunden und jetzt ganz plötzlich in 4 Games oder so 3 Karten gefunden. Schon seltsam. So, werde ich alles für Worker benutzen. Stichschaden habe ich genug.
Alter, was ist denn das für ein dickes Ding dort? Neuner Robo? So, weil der wegen der Roboterarmee Robo Squad noch welche dazu bekommen hat. Diese riesigen Ding, ho. Die Feuerpfosten hingestellt. Jetzt habe ich 40 Worker. Diesmal bin ich gut dabei. Bin ich durchgekommen? Nö. Eigentlich nicht. Ja, es gibt wieder gut Geld. So wie ich das sehe. So, Wäscherin aufwerten. Ja, Yosora kann ich mal mit hinstellen und dann noch ein Dachs hier vorne. Nächste Runde. Oh, oh. Ach, die sehen so riesengroß. Ein Elfer Robo. Weil er noch mal drei extra bekommen hat. Der Spielmodus macht einfach zu viel Spaß, weil die alle so riesig sind. Ist mir nun halt schon tot? Ja. Ja, mit der Kohle. Na, ich weiß nicht so recht. Wahrscheinlich so. Diese dicken Teile. Das ist schon verrückt. So, den habe ich auf jeden Fall schon mal aufgewertet. Der hält dick was aus. Muss ich hier noch ein bisschen was hinstellen dann. Wie viel hat er denn? Kernverteidigung hat er da ein bisschen was. Und sonst geht's eigentlich. Okay, die muss ich alle noch transformieren. Also hätte ich jetzt transformieren können. Jetzt brauchst du den magischen Schaden nächste Runde. So ist das, wenn man nicht aufpasst. Alter, ist jetzt schon übelst groß. So, was machen wir jetzt? Ihn aufwerten. Könnt ihr hier noch einen Dachs hinstellen? Ja. Soll reichen.
Der ist übelst groß. Oh, dieses Riesenteil. Ja, sehr gut. Hat es nicht ausnutzen können, dass ich die Wave Lapsch bin. Hat er gar nicht gesehen. Jetzt könnten wir die Wölfe mal ein bisschen aufwerten. Damit die auch mal was können. Beim letzten Patch wurden die goldenen ein bisschen, also die aufgewerteten, etwas verbessert. Und die kleinen wurden genervt, damit man nicht so viele kleine hinstellt. Riesengroß. Oh, 620. Ich schicke auf jeden Fall hier die Dreieinigkeit rein nächste Runde. Eine Menge Stichschaden. So, her mit den Workern. Ich habe schon über 100, jawohl. Ich könnte bestimmt noch einen etwas größeren Ogre rausholen. Hier mal ein bisschen aufrüsten. Sollte reichen. Er schickt jedes Mal eine dicke Turtle und einen dicken Robo raus. Den kriege ich noch rein, den dicken Robo. Das ist ein Vierer, oh Gott, der ist übelst stark. Der ballert alles weg. Jawohl. So muss es sein. Hat der magischen Schaden viel? Nee, hat nur den. Dann schicke ich halt den Zentaur. Da kann er nicht viel machen dagegen. Einmal so die ganze Kohle her.
So, Yozora wird aufgewertet. Ist doch gut so. Mehr Wölfe. Ein noch davon und ein Worker. Kriege ich leider nicht mehr rein. Ist nur ein Level 4. Oh. 1500. Oh! Da will ich damit Knete holen. Wie viel Leben hat der? 18.000? Gibt's übelst viel Knete für den, hä? Wer schickt noch mich der Blaue? Ja, mit meinen Workern. So langsam kommen sie aber zu fett durch. Das gefällt mir gar nicht. So, was kann ich noch aufwerten? Ihn kann ich noch aufwerten. Den kann ich noch aufwerten. Nee. Ich sollte lieber auf Kämpfer gehen. So. Ich habe 150 Worker, das sollte reichen. Hohoho, dieses dicke Ding. Ist wirklich mega nervig mit den ganzen Elementaren. Alter, wie viele Tore stehen hier? Sollten sammeln. Nö. Ja, okay, das haben die schon einmal geschickt. Komm. Machen wir noch einmal mit und dann ist Schluss. So, dicke Dinger hin. Ja, komm. Was ist nicht großartig viel Sinn, jetzt alles rauszuballern. Wie groß da einfach alles immer ist. Okay, Einheitenwert bin ich gut dabei. Ich habe über 2000 plus. Ja, der wird das natürlich alles ab. Der Sack. Ganz elementar, die muss ich wegkriegen.
So. Einfach noch DPS ordentlich reinknallen. 1400 bin ich noch voraus. Das ist gut. Okay, er macht den DAX riesengroß. Ja, der Fähigkeitsschaden ist wahrscheinlich super strong, aber dafür muss man erstmal dazu kommen, dass die genug Mana angesammelt hat. Okay, es wird gesendet. Hat auch noch übelste Pyro, ist scheiße. Das gibt einen Riesenstichler. Also jetzt schon 5. Es ist ein Achter. Packleader. Ernsthaft. Ja, magischen Schaden brauche ich hier gar nicht. Ogre mit rein. Ihn mit rein. Fertig. Oh! Holy shit! Ich kann ihn nicht mal anwählen. Ein Achter Kraken, der hat 60.000 Leben. Ach du Scheiße. Wow, einmal den Mana Club geschafft. Okay, ich bin aber auch durchgekommen. Mit meinem großen Stichler. Oh, die halten noch zu viel wegen ihren Toren. Aber da geht's schon mal ran an den König. Komm schon. Oh. Holy shit. Ja, eine weitere Runde. Legion TD2 mit Gigamercs. Haben wir dann doch noch den Sieg rausgeholt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von Legion TD2 sehen wollt. Na, und auch natürlich gerne ein Like, je nachdem, ob euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.